willkommen zu einem Video und zwar zu einem Vlog. Ich habe euch ja schon bereits gesagt, dass in dieser Zeit sehr viele Vlogs kommen werden und ich bin echt mega froh drüber, weil das heißt, ich sehe richtig viele Leute und ja, auf jeden Fall kommt heute Jorena zu mir. Ich habe sie gleich schon seit Oktober nicht mehr gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal mega, sie wiederzusehen. Deswegen muss ich gleich schnell zum Bahnhof fahren. Und ja, Niklas und Luca sind ja momentan bei Marco zu besuchen. Marco bei mir in der Nähe und ja, also Niklas am Redfire. Und ja, mit dem werden wir auf jeden Fall auch noch die nächsten Tage was zusammen machen. Keine Ahnung, ob wir heute auch schon was zusammen machen. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall schnell los, weil ich will Jorena da nicht stehen lassen. Und da würde ich sagen, bis gleich. So Leute, ganz klassisch. Ich bin jetzt wieder am Bahnhof. Und in 4 Minuten kommt Jorena an. Ich weiß glaube ich nicht mal, welches Gleis. Deswegen muss ich gleich mal gucken, wo sie am Weg kommt. Und da würde ich sagen, laufe ich jetzt erstmal hin. Und diesmal muss ich wenigstens keine Parkkosten zahlen, weil heute Sonntag ist und das wenigstens mal umsonst ist. Deswegen... Ja, cool, danke Auto. BTF. Ah. Alles klar und bei dir? ich wusste erst gar nicht, welches gleich ist. So. Scheiße. Dann laufe ich. Ist das ein Ton aus, oder? Nein, Amy überhaupt nicht. Echt? Alter, ich bin um 6 aufgestanden. Okay, Leute, ich habe jetzt Jorena abgeholt. Hallo. Und ja, keine Ahnung, wir bringen jetzt erstmal ihren Koffer weg, dann würde ich sagen, gucken wir weiter, was wir dann machen. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute auf dem Kanal von Kass 1 Sarah. Ja, wir gehen jetzt Berliner holen. Sag doch was! Sag doch was! Soll ich das sagen? Ich kann das nicht! Soll ich jetzt nochmal neu sagen alles? Nee, ich hab doch schon alles gesagt. Ja, dann sag ich das. Hä? Warum soll ich denn noch was dazu sagen? Vergesst ihr das, Leute! Also hier sehen Sie einen Profi am Werk. Total. Ja. Oh, ja. So Leute, Jorena und ich haben jetzt Berliner und Victoria geholt. Jetzt essen wir erstmal. Hast du Hunger? Jetzt schon, so wo man sauer diesen Geruch in der Nase hatte. So Leute, Jorena macht sich gleich endlich mal fertig. Sie zwar schon dazu aufgefordert, aber irgendwie sitzt sie noch da. Und dann gehen wir Eis essen mit Marco, Niklas und Luca. Alles gut, Jorena? So Leute, willkommen wieder zu meinem Vlog auf Sarahs Kanal. Wir gehen jetzt Eis essen. Ja. Ja. Tschüss. Wie war's, Marco? Lecker. Immer noch. Ja. Jorena am Flirten. Was? Was? Macht ihr irgendwas? Ich schneide das zusammen. Okay, das reicht. Okay, wir waren jetzt Eis essen, Cocktails trinken, whatever. Und bei Mac ist richtig lange. Jetzt haben wir es einfach schon 20 Uhr und Jorena war schon um 2 Uhr oder so da. Nee, wir haben heute nichts Besonderes gemacht und keine Ahnung, locker muss ich daraus 2 Tage machen aus diesem Vlog, weil das sonst keinen Sinn ergibt und wir haben nicht mal eine Ahnung, was wir gleich so Besonderes machen sollen. Und ja, ich glaube, wir werden nichts Spannendes mehr machen. Und ich dachte, willst du noch was sagen? Nee, ich bin gestolpert. Vor allem, ich habe ja auch im letzten Vlog Niklas ein Geschenk gekauft. Wollte eigentlich die Reaktion filmen, aber irgendwie bin ich da doch nicht zugekommen. Aber ich glaube, ihm war es ziemlich unangenehm. Luca hat sich totgelacht, aber ich glaube, Niklas war es ein bisschen unangenehm. Ich glaube, er wusste nicht, wie er so drauf reagieren sollte. Ich habe ihm ja diesen Lolli da geschenkt. Und ich glaube, Niklas ist so jemand, der sich dafür ein bisschen schämt. Aber wir fahren jetzt erstmal nach Hause. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich denke immer, ah Leute, das darf ich nicht sagen, Mann. Das regt mich auch immer auf. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und mal gucken, was wir jetzt machen. Also, wir sind jetzt hier zu Hause. Jorena zieht sich aus, geil. Warum machst du das? Weiß ich nicht. Was so random ist. Hast du Bock? Jorena hat Bock. Also Leute, wir sind jetzt in Sarahs Hut. Also, das ist alles voll unordentlich, nur deine Chips. So Leute, wir sind jetzt wieder in Sarahs Hut. Oh nee. Hauptsache ich sehe genauso ranzig aus und du versteckst dich. Wir sind gerade beide ranzig aus. Na, Sarah sieht natürlich perfekt aus. Wahrscheinlich. Ich sehe, dieses Licht ist so gut hier. Wir haben gerade irgendwie so gar nichts gemacht, wir haben die ganze Zeit nur gechillt. Licht halt actually, da sehen wir so braun aus. Ich eher so rot. Ne, irgendwie lagen wir die ganze Zeit im Bett. Eigentlich hasse ich es so sehr. Leute, kennt erst, wenn ihr das
Ich hasse es so sehr, wenn Leute in meinem Bett liegen. Also ich bin da sowas empfindlich. Und sie hat es mir einfach freiwillig angeboten. Sie so ja. 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 Was war das? Ja, ich bin, was sowas angeht, so mega empfindlich. Ich hasse sowas eigentlich so sehr. Also, und irgendwie, ja, haben wir nichts gemacht, außer irgendwelche Videos geguckt und ja. WhatsApp und ja. Jetzt wollten wir eigentlich einen Film gucken auf Netflix. Und irgendwie ist heute nichts Besonderes passiert. Also doch, eigentlich schon, aber ja, irgendwie auch aber nicht. Nicht so YouTube-würdig, yes. Wir gucken jetzt einen Film. Ja. Du Fisch. So Leute, wir haben jetzt irgendeinen Film gefunden, den wir jetzt gucken werden. Irgend so ein Teenie-Film. Und Irina ist so süß und hat mir Mikados geschenkt. Ich liebe die. Und sie wusste das nicht mal, aber ich hasse eigentlich Schokolade, aber die Dinger sind geil. Und Irina sitzt da gerade und isst ihre Chips und lädt ihr Handy auf. Okay Leute, ich würde sagen, das war's auch heute mit dem Tag. Und ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, würde ich mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen. Und schreibt mal alle in die Kommentare Hashtag Irina stinkt, wenn ihr das Video bis hier gesehen habt. Irina zeigt mir den Mittelfinger, danke dafür. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal rein und ciao. Willst du auch was sagen, Irina? Lass ein Like da. Lost it, baby, on it. I can see you faded. I don't like to fake.